Hallo. Hallo, wir sind hier im nagelneuen B&B Hotel in Magdeburg. Wenn hier schon mal ein Hotel in Magdeburg neu eröffnet, dann möchte ich natürlich auch die Gelegenheit nutzen, mir das auch anzuschauen und habe einfach mal ein Zimmer für diese Nacht gebucht. Das Hotel befindet sich direkt in der Otto-von-Guericke-Straße gegenüber vom Kulturhistorischen Museum. Also nur 5 Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt und auch von der Altstadt nicht weit weg. Gleich links befindet sich das Badezimmer. Toilette, Waschbecken. Und eine Dusche. Alles vorhanden, was man so braucht. Kleiner Schrank für Jacken, wo man vielleicht auch seinen Koffer abstellen kann. Ein kleines Tischchen und drunter zwei Hocker. Steckdose auch vorhanden. Links an der Seite noch die Anlage für die Klimaanlage, die Schaltung. Und natürlich das Bett als wichtigstes Objekt im Zimmer. An einer Seite befindet sich auch hier eine Steckdose. An der anderen Seite nicht. Nachttische sind auf beiden Seiten vorhanden. Und damit man auch gleich weiß, wo man ist, kann man das an den Reitern mit den Magdeburger Halbkugeln erkennen. Der berühmte Versuch von Otto von Guericke hier in Magdeburg, mit dem er das Vakuum nachgewiesen hat. Gegenüber ein Spiegel und der Fernseher. Und das Fenster lässt sich übrigens trotz Klimaanlage öffnen. Und der Ausblick ist gar nicht mal so schlecht. Gleich gegenüber sieht man das Kulturhistorische Museum und im Hintergrund den Magdeburger Dom. Zimmer gibt es hier aktuell noch ab 49 Euro ohne Frühstück und demnächst dann gehen die Preise bei 52 Euro los. WLAN ist auch vorhanden, funktioniert auch, schon ausprobiert. Alles da, was man braucht, fairer Preis. Soweit zum B&B Hotel in Magdeburg.